Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Dr. Graf und ich heiße euch heute mal herzlich willkommen im Star Trek Online. Das ist sozusagen ein kleines Erklärvideo für die Leute, die gerade ganz neu angefangen haben bzw. anfangen wollen, aber sich so mit dem Spieltutorial nicht wirklich klarkommen, erkläre ich euch das erstmal ganz neu und ganz frisch und ganz exklusiv. Zuerst muss man sich natürlich erstmal einen Charakter erstellen. Man hat hierfür natürlich drei Optionen. Wir hätten hier zum einen halt die Sternflotte. Da kann man hier nochmal ein paar Infos machen. Muss man nicht unbedingt, ist klar. So, zu der Sternflotte haben wir dann natürlich die... So, natürlich machen wir jetzt erstmal einen Ferengi, ne? Wir machen hier den Ferengi, den hässlichen Spinner. So, hier haben wir auch nochmal die taktischen, die wissenschaftlichen und natürlich auch den technischen. Wir entscheiden uns jetzt erstmal hier für den taktischen Offizier und machen auf weiter. Genau. So, dann kann man jetzt hier erstmal die Gesichtsfarbe machen. Kann man sich hier die aussuchen, was man für eine Gesichtsfarbe haben will. Man kann sogar sagen, du willst jetzt zum Beispiel gar keinen männlichen nennen, nimmst du einfach einen weiblichen Ferengi. Die sehen aber scheiße aus. Die Ferengi sehen an sich sehr scheiße aus. So. Dann kann man natürlich die Augenfarbe machen. Mit dem Mausrad. Mit dem inneren Mausrad kann man natürlich rein und rauszoomen. Auch alles ganz klassisch. Wir machen aber erstmal hier. Das war so. Hier kann man natürlich den eigenen Namen oder den Zufallsnamen generieren. Und wenn man halt runter geht, kann man dann auch den Schiffsnamen, wie es hier auch noch steht, kann man sich den Schiffsnamen aussuchen. Wir machen das jetzt einfach mal den USS Test. So, und dann heißt es Energie. Genau so sieht es nämlich mal aus. So, wir klicken jetzt hier mal auf weiter. Und dann sieht man hier schon mal ein Pfeil. So, nochmal kurz zum Laufen. Mit der Taste WASD. Genau. So, jetzt sollen wir die Alte anquatschen. Da, mit Kadett Elisa kam ansprechen. So. Finally, I was beginning to think you forgot what today was. Ja, es gibt hier natürlich nur eine Antwortmöglichkeit. Dieses Ziel, den kann man dann hier halt anklicken. Of course, I was first in line. Oh, before I forget. So. Und jetzt sieht man die Hände schon wieder ein. Laufen wir jetzt mal hin. Gucken wir uns hier das nochmal an. Ne? Also wir sind hier momentan auf der Erde. Ne? Ich bin Kadett der Sternflotte. Hab noch keinen wirklichen Rang. Also ich hab sozusagen den untersten Rang, den man nur haben kann. Das ist halt die Sternflottenakademie auf der Erde. Scheint San Francisco zu sein. So. Dann muss man tatsächlich erstmal in dieses Gebäude. Und dann spricht man mit der Katze. Mit Lieutenant. Good afternoon, Cadet. What can I do for you? Yes, I have the complete assignment. Let's see. Interesting. You're going to have to act. So, jetzt muss ich natürlich hier erstmal locker flottig aus der Hose atmen und klingeln. Komm! Herein! Jetzt ist die Tür offen. So, bitched. Cadet. I did. I've been following your progress here at the Academy. And I must say, I'm impressed. Danke, Captain. I'm just looking at your final test scores, but I don't see your results for the Advanced Phaser Training Program. So, jetzt hat man hier natürlich die Version. Dieser Kurs war meiner Verständnis nach optional, bla bla bla. Ist wirklich so bla 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 bla. So. I want everyone on my senior staff to run that program. And I want to see good results, no exceptions. I did. Like I said, I've been following your career here at the Academy. If you complete that program, I can put you on my bridge. I'll ask my tactical officer to set it up. Another fine cadet like yourself.
Her scores were almost as good as yours, but her record has a few. I'll tell Flores to meet you out in the quad. Talk to her to start the phaser training, and I'll see you when you're finished. You're dismissed, Cadet. So, direkt. Erstmal hier zu der alten Schabracke. Ach ja, und wenn man halt die linke und rechte Maustaste gedrückt hält, kann man halt sowohl laufen als aber auch sich bewegen. So, das ist halt meine Spielweise im Großteil. Hey, yo, alte Trockenflamme. I got the tactical officer spot. You never did that? I thought you were... Don't worry, you'll do fine. Seems most of our class ended up on Captain Taggart's ship. Ja, also erstmal muss ich deinen Schabrack wieder folgen. Jo, du alte Trockenflaume, ich bin schneller als du. Yay! So, wie abzuwiegen. So abzuwiegen. So, jetzt habe ich den Phaser in der Hand. Und jetzt geht's ins Holodeck. Wissen wir alle, was ein Holodeck ist, ne? Schottmann. Let's go. Mit dem Programm beginnen und los geht's. In Kampfsituationen benutze ich gerne halt, wie gesagt, immer dieses kleine Fahnenkreuz und da drückt man halt, wie gesagt, mal auf B. Und dann schneidet man sie alle ab. Ja, ich weiß, ich bin ein lausiger Schütze. Mann, das war schön. So, machen wir gleich so. Ey, du alte Schabracke, renn mal hier nicht. Ich bin schneller als du, ich bin Ferengi. Now hear this. All cadets, so, und jetzt müssen wir zum Tor. Der befindet sich natürlich hier. Mach's doch halt. Okay, all of the senior staff is waiting by the bar. I'm sure everyone's a bit nervous, this being our first real assignment and all. So, I'm expecting an inspiring speech out of you. Some... Auf geht's. I can't believe we're finally doing this. Oh, look at that. The USS Vesta, first of her class. She's got subsystem targeting, a crew of 750, auxiliary phaser cannons, and even a quantum field focus controller. I can't wait to captain one someday. But here's our ship. Miranda class, 200 crew, 2 forward weapon mounts, 1 aft. Average speed, warp 5.0. She's a tough little ship though. I think I like her. We're the final shuttle to arrive. We need to get to the bridge. Jetzt müssen wir Check-in machen. Melden Sie sich hier. Bevor wir ja komplett loslegen, haben wir hier, wie gesagt, die Brücke. Ein wunderschönes, schönes kleines Schiff. Lass mich da rein. So. Auf jeden Fall quatschen wir jetzt hier mit dem Captain. Cleared from dry dock, Captain. Good. Let's start with something easy. Set course for Vulcan. Course lead in, sir. Engage. Five,
Bevor wir aber in dieses Raumschiff fliegen, gehen wir jetzt mal hier. Staffel 12, langweilig. So, wo viele Menschen, also viele Neuerzeuger da den Fehler machen. Mit der rechten Maustaste gedrückt halten, kann man das Schiff halt bewegen. Mausrad kann man rein und raus drehen. Was ganz wichtig ist, und darauf, das zeige ich euch jetzt, ein kleiner Tipp. Wenn ihr das fliegt, dann müsst ihr einmal hier einen Rechtsklick machen, hier einen Rechtsklick machen und hier einen Rechtsklick machen. Weil dann schießt ihr nämlich automatisch. Hat nämlich den Vorteil, dass es im Kampf besser vorankommt. Da braucht ihr nämlich nur noch einfach während des Kampfes, müsst ihr dann einfach nur noch hier oben alles anklicken und der Rest erledigt sich von alleine. Aber das zeige ich euch gleich, wenn es dann soweit ist. All decks reporting in, sir. Q bremst ihr das Ganze und mit der Taste E gibt ihr mittelmäßig Gas. Wenn ihr schnell fliegen wollt, klickt ihr einfach mal Helm. Und jetzt müssen wir nach Trümmern scannen. Bingo! I found some suitable debris in the boneyard nearby. Destroy 3 of those nacelles, and we should get the parts we need. Genau, so. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier 3 Gegner. Mit der Taste D und A könnt ihr euch nach links und rechts drehen. Mit der Taste W nach vorne beugen. Mit der Taste S könnt ihr euch nach oben beugen. So, wir drehen uns jetzt erstmal hier in diese Position. Wenn ihr alle Tat, ne? Angreifen kann man erst ab 9 Kilometern, nicht bei 10,8 und noch nicht bei 10,01. Bei 9,6 Kilometer kannst du angreifen. Das heißt, wir haben jetzt hier alles auf Automatik geschossen. Und jetzt drücken wir hier Torpedoverstärkung Wirkung 1. Und da brauchen wir einfach noch ganz klassisch auf die Enter-Taste, auf die Leertaste drücken. Eigentlich, hinterlegen. These weapons have a 200 cell. This is a firing arc for the rear phaser banks. Note, firing at enemies within the overlapping portion of your firing arcs is known as broadside. Federation captains who prefer beam bank weapons favor the broadside technique. Ihr werdet automatisch langsamer, wenn ihr angegriffen werdet. Multiple probes inbound. I don't think the Borg like us hanging around. Auf die Schilder gesetzt und jetzt werden die Alarm-Schilder wieder repariert. Wenn das Schild repariert werden, werde ich laut machen. Ich muss jetzt mal die Schilder noch nicht auf den Schilder. Halten Sie. Wenn ihr den Kampf habt, dann wird sich das Schild immer in die Richtung und soll nicht fliegen. Wichtig ist aber, dass ihr die Maus-Taste gedrückt haltet und dann hat das mal auch das Manöver mit dem Maus so gut gestartet, dass ihr auch das Video starten könnt. Und das Video setzen. Und damit werden wir wieder eine richtige Lage. Weit, Mönche wird da, das wird verflottet. Ich
das war nur dann, wenn ihr, wenn ihr sozusagen euch gegenüber schießt. Ich hole mal vor. Time to go out in a blaze of glory. Nein, das hast du nicht verlangt. Deswegen bekommst du Kohlen für eure Kugel helfen. Das heißt, dass du das ist, wenn du ein bisschen Kurier hast, dann und ja, du machst das nicht. Viel Spaß mit Star Trek Online. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Positive Feedback da lassen, darauf würde ich mich natürlich immer freuen. Und ja, wenn ihr noch Fragen haben solltet, beziehungsweise wenn ihr weiter noch einen Tipp-Tutorial haben wollt, also wenn ich euch noch ein bisschen ein paar Kniffe zeigen soll, dann schreibt es in die Kommentare und ich werde mal gucken, was ich da machen kann.